Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Benedikt Albers, bin Pressesprecher von der Deutschen Funkturm und gehört dieser wunderschöne Turm hier. Und ich sage ganz kurz zwei, drei Sätze zum Ablauf und übergebe dann das Wort an den Oberbürgermeister. Vor allen Dingen der Ablauf für die Medienvertreter. Wir werden jetzt hier ein paar Begrüßungsworte hören, hier unten. Dann gibt es eine kurze Frage-Antwort-Runde. Dann würden die beiden Hauptprotagonisten heute den Kuchen anschneiden. Und dann gehen wir in eingeteilten Gruppen nach oben. Das ist ganz wichtig wegen des Corona-Hygienekonzepts, was wir hier haben, dass wir uns auch an die Gruppeneinteilung halten. Dafür haben Sie die Besucher alle Bändchen bekommen, die Presse sollen die Ausweise. Wenn Sie nicht genau wissen, wann Sie hochkommen, dann bitte an der Akkreditierung noch einmal nachfragen. Oben werden wir dann zusammen den Blick auf Nürnberg genießen und diejenigen, die sich 110 Stufen zutrauen, können sogar noch einmal hoch aufladen. Dann würde ich, wenn es keine Fragen zum Ablauf gibt, ein direktes Wort an sehr schön, danke schön, so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Nürnbergerinnen, liebe Nürnberger. Es ist schon ein einzigartiger Moment heute, 40 Jahre. Herr Vollmann, danke, dass wir das gemeinsam heute begehen dürfen. Ein besonderes Jahr 1980 haben wir sozusagen das geschenkt bekommen. Und ich glaube, jeder fühlt sich auch mit, weil jeder war schon mal vielleicht damals oben und kennt den Ausblick noch. Und deshalb freue ich mich, dass heute auch so viele bekannte Gesichter da sind. Ich darf ganz herzlich begrüßen aus dem Deutschen Bundestag den Kollegen Sebastian Brehm. Er wird auch eine wichtige Rolle spielen, weil er Mitglied im Haushaltsausschuss ist. Und wir haben das Geld, meine Damen und Herren. Also, der wird eine Rolle spielen. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen aus dem Bayerischen Landtag Jochen Kohler. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch mit dabei bist. Unser Planungs- und Baureferenten der Stadt Nürnberg, lieber Daniel Ulrich. Auch schön, dass du heute zu uns gekommen bist. Und wir haben natürlich aus dem Rat der Stadt Nürnberg noch viele Persönlichkeiten da. Ich darf ganz herzlich begrüßen Werner Henning von der CSU-Fraktion, der Kollege Michael Ziegler aus der SPD-Fraktion, der Ümit Sommert von der FDP, die Özlem Demir aus der Fraktion der Linken, die kommt noch, aber die ist junge Mutter geworden. Und dann haben wir den Kai Küffner, der ist da, von Bündnis 90 Die Grünen, kaum übersehbar. Also schön, dass ihr alle gekommen seid. Ja, liebe Nürnberger und Nürnberger, wir haben tatsächlich, wenn wir uns angucken, welches Modell wir oben haben, es ist ja wie ein Ei. Es ist unser Nürnberger Ei, was wir 1980 eröffnet haben. Der Architekt Erwin Heinle hat unseren Turm mit über 292 Meter dann errichtet und es ist tatsächlich das höchste Gebäude Bayerns. Also von der Seite her ist das, wir tragen den Stolz und man muss nicht immer nach München schauen. Man kann von da oben vielleicht nach München schauen. Aber die Münchner können hierher schauen, weil wir haben den höchsten Turm, den wir hier in Bayern auch haben. Wir haben tatsächlich damals von der Innenstadt das raus verlagert. Es war natürlich erstmal für den normalen Funkbetrieb und dann hat man natürlich mit den Privatsendern, mit dem digitalen Radio und alles findet hier oben statt, dass wir den besten Empfang haben. Leider, und das hat auch jeder mitbekommen, wurde dann 91, 11 Jahre später, weil der Betrieb sich nicht mehr so rentiert hat und vielleicht wir nicht mehr so ein Stück Kuchen rumgegessen haben, leider hat sich dann der Betrieb eingestellt. Und jetzt ist es seitdem, steht es oben tatsächlich leer. Was tun wir jetzt? Ich weiß, dass mein wenigstens Vornamensvetter Markus Söder auch schon immer den Schwung genommen hat. Was können wir tun? Und ich habe es jetzt nochmal aufgenommen und wir haben auch mit dem Daniel Ulrich und mit dem Herrn Jakob Feuerborn auch nochmal gehört, was kann passieren. Wir als Stadt Nürnberg werden jetzt ein bisschen die Initiative noch ergreifen. Wir schauen nach Dresden, meine Damen und Herren, da hat der Turm wieder ein Leben oben gefunden. Wir schauen nach Hamburg, da hat auch wieder Leben Einzug gehalten und auch in Frankfurt. Es gibt seit ein paar Jahren eine Initiative, auch vom Deutschen Bundestag aus, lieber Kollege Brehm, durch den Haushaltsausschuss, dass man die Funktürme in den Städten wieder beleben möchte. Und deshalb haben wir mit der Stadt und die Stadtspitze mit mir gemeinsam entschieden, dass wir jetzt mal einen Aufschlag wagen. Wir haben letzte oder vorletzte Woche einen Brief geschrieben an das Landesdenkmalamt mit der Bitte, mal zu schauen, ob wir nicht aus diesem wunderbaren Gebäude, was ja auch ein Wahrzeichen Nürnbergs ist, ein Denkmal zu machen. Und über dieses Denkmal, wenn man drüber nachdenkt, könnten wir vielleicht dann über die Kollegen, ja, die Einladung war heute schon bewusst gewählt, lieber Sebastian, auch eventuell Gelder aus dem Haushaltsausschuss und aus anderen Bereichen, lieber Jochen Kohler, auch aus Bayern, bekommen. Und wenn wir Kofinanzierungen kriegen, wie es Dresden, wie es Hamburg, wie es Frankfurt geschafft hat,
dann schaffen wir es vielleicht in Nürnberg auch. Und deshalb freut es mich, dass wir heute zu dem 40. Geburtstag auch diese Botschaft heute nochmal verkünden, dass wir nochmal einen Anlauf machen. Ich glaube auch, dass es uns gut zusteht, wenn wir hoffentlich nach Corona wieder mehr Touristen nach Nürnberg holen können und wir hier in der Nähe unsere wunderbare Anlegestelle haben von den Flusskreuzfahrten. Und vielleicht wissen viele auch nicht, dass wir eine der Städte sind, die sehr stark auch in den Tourismus und besonders in der Flussfahrt, Kreuzfahrtindustrie involviert sind und auch viele zu uns kommen, wäre es eine wunderbare Anlaufstation, bevor man reinfährt in die Stadt und sich dann Sex mit Kraut kauft und alles sich anschaut, dass man vielleicht nochmal hochfährt und sich da alles in Nürnberg mal von oben anschaut und darüber auch der Tourismus einen Schwung bekommt. Also, wir versuchen es. Das ist unser Beitrag für unser Nürnberger Ei, dass wir diesen Anlauf jetzt nochmal machen mit dem Denkmal. Es kann uns gelingen. Ich freue mich, dass heute auch so viele Nürnbergerinnen und Nürnberger gekommen sind. Ich weiß, wir hätten noch viel mehr kommen lassen können, aber leider nicht bauschutzrechtlich, weil wir nicht mehr hochlassen können. Deshalb seien Sie herzlich eingeladen. Sie hatten Glück, irgendwelche vom Radio lose zu ziehen oder irgendwo dann auch eine Einladung zu bekommen. Deshalb schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass die Vertreter aus dem Rat da sind. Wir feiern 40. mit Ihnen gemeinsam. Happy Birthday. Für 40 schauen wir echt so gut aus. Und deshalb alles Gute und danke nochmal für die Einladung. Ja, also wunderbar, ja. Wunderbar, herzlichen Dank für diese emotionale Rede. Mittlerweile habe ich ein bisschen mal nachgeschaut, wer ist denn der Herr Oberbürgermeister König seit 2017 da? Und er wird dieses Jahr 40. Das heißt, der Stadtrat kann sich überlegen, der Stadtrat ist auch verstehen. Ja, ne? Man könnte da, weil er auch 40 ist, kann man ja theoretisch dann schon mal gucken, ob man da einen kleinen Imbiss nehmen kann, wenn der Geburtstag kommt, ja? Um zu schauen, wie es denn wirken würde, wenn man so etwas dann tatsächlich mal wieder revitalisieren würde. Wir haben es gehört, Herr Oberbürgermeister nimmt die Initiative. Wir haben gesagt, das Deutsche Funkturm, ja, wir unterstützen so etwas. Wir haben das auch in anderen Themen gemacht. Das ist eine extrem teure Angelegenheit, so etwas zu machen, nicht ganz einfach. Es gibt Wege, wie wir gerade gehört haben. Freut mich sehr, dass Sie das Initiative ergriffen haben. Schauen wir mal. Aber heute, 40 Jahre, 40 Bürger aus Nürnberg dürfen dann hier oben hoch auf das dritthöchste Gebäude von Deutschland. Interessant ist natürlich, dass in Bayern, in Franken, das höchste Gebäude Bayern steht. Ne? Wenn ich das in München sagen würde, da steht 2 Meter Unterschied, fangen die vielleicht an, oben aufzubauen. Ja? Dass sie sagen, wir hätten gerne noch 2 Meter mehr. Ne? Es hat so ernsthaft so einen Wettbewerb gegeben. Wir haben den mal erhöht 2005 um 3 Meter. Ja, für digitales Fernsehen. Und da haben die sich untereinander, die Planer, überlegt, nachdem wir hatten jetzt. Kann ich ein bisschen mehr draufsetzen. Da war so ein kleiner Wettbewerb, aber wir haben es so gelassen, wie es ist. Also da hat Nürnberg gewonnen. Da hat Nürnberg gewonnen, das höchste Gebäude in Bayern steht in Franken. Ja. So. Ich bin ja Ostwestfale, von daher gucke ich immer von Weitem weg und das Lokalkolorit gibt es halt auch in Bayern, zwischen Franken und in anderen Bayern. Das gleiche gibt es zwischen Westfalen und Ostwestfalen, also ähnliche Situation. Ist ja ganz nett, das Wettbewerb flügelt uns ja. So, gut. Soll heißen, heute schneiden wir Hermann so einen Kuchen an. Das eigentliche Thema hier ist natürlich nicht Gastronomie. Weil das Ding ist gebaut worden, natürlich um Rundfunk und Fernseh und Mobilfunk dann entsprechend den Bürgern hier in der Nähe, also erstmal in Nürnberg und natürlich darüber hinaus dann zur Verfügung zu stellen. Das macht der auch heute der Turm. Wir haben sowohl analogen Rundfunk und digitalen Rundfunk, analoges Fernsehen und digitales Fernsehen und natürlich auch LTE ist hier am Schaft. Und zukünftig wird natürlich die Technik weitergehen, wird auch hier weiter was machen. Also wir schicken den noch nicht in Rente, ist nicht geplant, da irgendwas zu machen. Also wir werden nicht einhüllen oder sprengen, oder geht der jetzt sowieso nicht mehr, ne? Wenn Sie da was machen Denkmal wollen. Ist Denkmal. Ne? Denkmal ist Denkmal, also wenn, können wir es nur noch jetzt machen. Also da sind wir zuvor gekommen, nein, Spaß beiseite. Der wird natürlich weiterkommen und wir werden natürlich als Stern mitten in Nürnberg, gerade wenn 5G kommt, viel Mobilfunk aufgebaut wird, kann man natürlich gerade, wenn Edge Computing und andere Themen kommen, ohne jetzt in die Technik reinzugehen, wird er natürlich weiterhin seine Rolle spielen. Er ist halt das Zentrum auch des Mobilfunks hier in Nürnberg. Wobei nicht heißt, dass hier alle Antennen sind. Wir müssen ja tief bauen auf den Dächern, aber nichtsdestotrotz ist hier ein Stern für uns, den wir aufgebaut haben. So, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Uns freut es, dass wir heute trotz Corona, das Gebäude ist groß genug und auch breit genug, dass wir die Regeln einhalten können, 40 Bürger das ermöglichen können, dass sie sich das mal anschauen. Erzählen Sie es weiter, wie es war. Denn wir haben 2 Zeitzeugen auch dabei, die dann was mitgebaut haben. Die waren eben schon mal oben und haben dann die Speisekarte rausgeholt, was mal so ein Kaffee gekostet, was Kuchen gekostet. Da war es noch D-Mark. Ja?
Ja. Demnächst wird es Euro kosten, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als damals. Aber das freut uns, dass wir hier dann entsprechend wieder gemeinsam dann dieses erreichen. Und es geht nur gemeinsam. Und dementsprechend freuen wir uns hier halt hier diesen Tag bei dem wunderbaren Wetter. Und es lohnt sich, ganz nach oben zu laufen, die 110 Stufen. Und wer da oben ist und den Blick genießen kann, diese Fernsicht heute, wird das nicht vergessen. Man muss ja den Kuchen auch abtrainieren. Das stimmt. Also von daher, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass die Vertreter der Politik da sind. Und dann gucken wir mal, gemeinsam kriegen wir das schön hin. Dankeschön. Bevor der schöne Kuchen angeschnitten wird, einmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen? Ja. Die Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet, aber ich würde sie ganz gerne nochmal ins Mikro stellen, weil sie mich gerade doch ein bisschen überrascht hat. Wir haben oben schon mal ein bisschen philosophiert. Natürlich der Nürnberger und vielleicht auch viele andere Franken philosophieren und wünschen sich da oben vielleicht irgendwann mal wieder was zu zelebrieren, in welcher Art und Weise auch immer. Sie haben gerade angedeutet, es gibt so Pläne seitens der Stadt, zumindest eine Initiative. Was können wir da reden, Herr Kirch? Es geht ja darum, dass wir schauen, dass wir diese Grundausrüstung des Brandschutzes hinbekommen. Weil jedes Betreiberkonzept, egal ob das ein Fitnessstudio, eine Brauerei oder nur ein Lokal ist, kann das natürlich nicht einberechnen. Und wir brauchen vielleicht so 18, 19 Millionen, um das sicherzustellen. Ich glaube, in Frankfurt waren es 35? 49. 49, okay. Frankfurt ist immer teurer, Nürnberg kann es etwas günstiger machen. Aber wenn wir Gelder kriegen, dann schaffen wir, dass wir diese Grundausrüstung hinbekommen. Und dann kann ein Betreiber oben, egal was, natürlich aufbauen von Lokal, Fitnessstudio, Brauerei. Also es gibt viele Ideen, aber die müssen diese Grundausstattung bekommen, weil das kann kein Betreiberkonzept mit einberechnen. Weil so viel kann man nicht an Gebühren verlangen und so kann auch kein Kuchen so teuer sein, dass man die 15 Millionen mit einberechnen kann. Stichwort Denkmal haben Sie gerade gesagt, was gibt es da für Möglichkeiten? Nee, man kann eben über dieses Denkmal und über den Denkmaltopf gibt es extra im Haushaltsausschuss in Berlin und auch in München verschiedene Töpfe, die man angreifen kann und da einen Zuzug bekommt. Und wenn wir das haben, dass wir das Haus und den Fernsehturm, unser Ei und ein Denkmal stellen, dann haben wir eine Chance, dann auch Gelder aus diesen Töpfen zu bekommen. Und jetzt müssen wir halt den ersten Schritt machen und dann versuchen wir den zweiten Schritt, dass wir auf Berlin und auf München zugehen, um dann in diese Denkmaltöpfe auch hineingreifen zu können. Naiv gefragt, ist es schwierig, so ein Gebäude unter Denkmalschutz zu kriegen? Also manchmal werden Gebäude unter Denkmalschutz gestellt, da wünschen wir es uns vielleicht nicht, aber hier wünschen wir es uns. Und vielleicht klappt es ja dann auch, wir haben die E-Mail geschrieben und vielleicht ist es die obere Denkmalschutzbehörde in München, die wird es entscheiden, aber es gibt schon Gebäude, die sind jünger und sind unter Denkmalschutz und das ist ein, glaube ich, schon für uns ein Wahrzeichen für die ganzen Nürnbergerinnen und Nürnberger und es lohnt sich, dieses Gebäude unter Denkmal zu stellen. Vielen Dank, dann hat der Kuchen. Oder? So, Sie schneiden an, wer die Hand oben, ich oder Sie? Zwei Messer. Sie können sich überlegen, ob Sie den Sägezahn haben wollen oder das flache Messer. Ich nehme die Säge. So, wie machen wir das? Wir schneiden von da so rüber, oder? Ja, okay. Aber einfach. Bringen wir mal eine Meinung dabei. Einmal bitte in die Kamera, bitte. Danke. Nochmal ein Blick in die Kamera, bitte. Danke. Jetzt ist das Denkmalschutzprogramm kaputt. So, super. So, wer macht den Rest? So, die Torte ist angeschnitten. Entsprechend wird es jetzt gleich hochgehen. Das Wetter ist jetzt ganz toll. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich gehe mal offline, bis wir nach oben sind wieder. Bis später.